Compleo hat die Zito-Produktfamilie. Die Zito-Produktfamilie besteht aus zwei Familienmitgliedern, die Zito 240, die Zito 500. Beide gibt es in der Ausführungsform 3 in 1, also mit Chademo-Steckverbinder Typ 2 und CCS, und in der Ausführungsform 2 in 1, also CCS und Typ 2 Steckverbinder. Wir haben also immer einen DC-Ladepunkt, bei Zito 240 24 kW, bei Zito 500 50 kW und einen AC-Ladepunkt. Dieser AC-Ladepunkt ist in Form einer Steckdose ausgeprägt, sodass man sowohl 11 als auch 22 kW AC laden kann. Die Zitos sind eichrechtskonform, sowohl AC-eichrechtskonform, da gibt es mehrere, als auch DC-eichrechtskonform. DC-eichrechtskonform war die Zito bereits Ende 2019 und damit war Compleo der erste Anbieter für DC-eichrechtskonforme Ladestationen. Sie haben ein zeitlos schönes Design, sie haben eine IK10-Zulassung inklusive des Display und das Display ist gut lesbar, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung, und individualisierbar ist sie mittels Folierung. Wir haben auf den Bedienkomfort geachtet. Die Steckdose ist beleuchtet, der Bereich vor der Ladestation kann des Nachts beleuchtet werden. Es sind keine Knöpfe dran, das heißt, die Bedienung ist einfach. Wir können den Ladevorgang auch einfach starten, und zwar unabhängig davon, ob erst das Auto angeschlossen wird oder der Nutzer sich erst autorisiert. Bei den Zitos haben wir auf die Nutzer- und die Betreiberfreundlichkeit geachtet. Bei der Zito 500 hat man eine Fronttür, zwei Seitentüren, man kommt an alle Komponenten ran, selbst wenn die Zito unmittelbar vor einer Wand steht. Und in dem geöffneten Zustand sind trotzdem alle Teile abgedeckt, sodass selbst ein Nicht-Elektriker die Station öffnen kann. Es gibt weitere servicefreundliche technische Details. Im Innenleben haben wir zum Beispiel eine 230 Volt Service-Steckdose, oder wenn man eins der vier 12,5 kW Leistungsmodule austauschen will, muss man nur vier Schrauben und einen Steckverbinder lösen. Ein weiteres sehr betreiberfreundliches Feature ist unsere Möglichkeit, einen Reset per Remote auszulösen. Falls es mal vorkommen sollte, dass eine Station offline geht, müsste man ja jemanden rausschicken und vor Ort einen Neustart provozieren. Das können wir im Fall unserer Zitos mit einer SMS auch aus der Ferne. Der Betreiber schreibt ein SMS mit einem speziellen Code an die Zito-Ladestation, die empfängt das, löst daraus einen kompletten Neustart aus, ist dann wieder online und eine Fahrt, eine Servicekraft zu der Station wurde vermieden. Wir haben bei unseren Zitos darauf geachtet, dass die einfach zu installieren sind. So ist die Zito 500 auch unter 2 Meter hoch, was den Transport erleichtert. Und die Zitos haben unter dem Dach 4 Kranösen, Aufhängepunkte für einen Kran zur leichteren Installation. Das Gehäuse ist ein Edelstahlgehäuse, was zusätzlich pulverbeschichtet ist. Es ist ein bisschen wie Gürtel und Hosenträger, beides gegen Witterungseinflüsse. Wir verfolgen bei den Zitos einen systemoffenen Ansatz. Das heißt, der Kunde kann seine Zitos an sein Backend und damit an ein beliebiges Backend anbinden. Unsere Zito kann man ergänzen um das Kabelmanagementsystem. Das Kabelmanagementsystem ist einfach flexibel und praktisch für den Nutzer. Es kommt ja schon mal vor, dass man vielleicht einen Meter mehr braucht, um seine eigene Ladebuchse zu erreichen. Und da hilft es, die Kabellänge entsprechend verfügbar zu haben. Sie haben aber auch für den Betreiber einen nicht zu unterschätzenden Vorteil. Der Betreiber muss nämlich sicherstellen, dass das Kabel nicht beschädigt wird. Das geht zwar nicht originär aus einer Norm explizit hervor, wenn man aber etwas tiefer in dieser Materie eintaucht, dann merkt man, also insbesondere wenn man eine Risikoanalyse dazu macht, dann merkt man, dass ein gewisses Gefährdungspotenzial durch sich entladene Kapazitäten aus Auto- und Ladestationen besteht, was man nur wirksam dadurch verhindern kann, dass es nicht zu Beschädigungen beim Kabel kommt. Und dafür ist es essentiell, auch im Interesse des Betreibers, dass das Kabel geschützt wird, nicht über den Boden geführt wird und zum Beispiel dank unseres Compleo Kabelmanagementsystems sicher geleitet wird und in einem großen Umkreis flexibel die Ladebuchse findet. Das Kabelmanagementsystem hat oben einen Drehkopf mit einer Kabelrolle intern, über die das Kabel geführt wird, und in dem Rohr ist ein Gegengewicht, was das Gewicht des Kabels austariert. Dieses Ganze ist auch
zusätzlich gehaust, sodass dieser Mechanismus, die Mechanik geschützt ist vor Feuchtigkeit und Dreck.